Na? Guck mal, was ein Arschloch. Guck mal, wie er schon auf ihn drauf guckt. Er macht das so brutal obvious. Aus dem Smoke. So ein... Ey, das ist ja wohl ein Fickfrosch sondergleichen. Krass. Auf. Hey, Kinders. Willkommen zu einer neuen Runde. CSGO Overwatch Cheater Clutch 9000 Simulator. Halt, stopp. Der cheatet doch schon. Ich sehe es. Nee, fuck. Ich wollte doch eigentlich langsam machen. Los. Alles klar. Achtung. Hat er ihn gerade eben gesehen? Weil das sieht doch jetzt... Also ich meine, man könnte meine Head Wallhack, aber wenn er ihn gesehen hat, würde ich da auch durchgehend hinnehmen. Obwohl, ich würde manchmal auch nach links aimen. Leute. Ich weiß es. Ich weiß gerade nicht. Also der aimt mir zu behindert dahin. Also das könnte doch jetzt schon ein Wallhack gewesen sein. Außer er hat seinen Kopf gesehen und er ist einfach blöd, weil man macht doch sowas nicht. Man aimt mich die ganze Zeit über die Kiste. Wenn er auf der anderen Seite rauskommt, ist man down. So, er hat unten... Er weiß, dass sie da stehen. Alles klar. Oder ist jemand auf Short? Warte, stopp, stopp. Der auf Short konnte die beiden nicht spotten. Es sind noch zwei am Leben. Er schaut schon so hin und aimt auf die richtigen Höhen. Auf die obere Höhe, beziehungsweise auf die untere, weil der Lower Tunnels gerade eben rauskam ein Stück. Hier, nochmal, um euch das zu zeigen übrigens. Da habe ich es total verhuddelt. Man kann nämlich nicht mehr zurückspulen. Ich kann aber vorspulen, wenn ich das will. Was eigentlich total bescheuert ist. Oh, nein. So, ich habe es jetzt beendet und wieder neu gestartet. Dann kann man es sich nochmal anschauen. Aber das ist ein Riesenumweg. Aber ja, wie gesagt, ich kann auf gar keinen... Jetzt können wir das hier nochmal... Jetzt können wir hier aber nochmal gucken. Aber ich glaube, wir haben den Cheat eh schon bestätigt, ne? Also, er ist hier... Er ist einfach... Pass mal auf, ob er ihn jetzt eine Sekunde lang sehen kann. Nein, man kann ihn nicht sehen. Alles klar, mein Sohn. Wallhack confirmed. Wie sieht's mit dem da unten aus, der gleich da unten reingelaufen kommt? Wartet mal. Wenn man ihn hier noch hinter der Wand sieht, gleich da so antanzen, dann ist es echt ein bisschen tricky. Da kommt er, da kommt er. Okay, man konnte ihn auch sehen. Aber der Kerl hat Wallhack. Der Kerl hat sowas von einem krassen Wallhack, oder? Was für ein Pisser. Es ist jetzt echt angenehm, mal das nochmal sehen zu können, weil ich jetzt auf andere Dinge achten kann. Jetzt passt mal genau auf, wohin er jetzt gleich aimt. Die Mitte, diese zwei Gegner hier auf der Mitte, können von niemandem gespottet werden. Von niemandem. Und schaut mal, wohin er aimt. Guck mal, er aimt jetzt da hoch, auf die Höhe vom oberen. Der untere kommt und er aimt schon mal runter. Alles klar, Wallhack, mein Sohn, Wallhack. Ich drücke ihm alles nahe, Alter. Nee, nur den Wallhack. So, jetzt bin ich gespannt, wie das hier weiter verläuft. Und da haut er ihn weg. Klar, den hat er ja auch gesehen. Guck mal, wie er ihm jetzt hinterher rennt. Er weiß, dass der City jetzt nicht zu ihm rausgerannt kommt auf einmal, ne? Sonst würde... Guck mal, er dreht sich um und geht jetzt Richtung B. Was ein Arschloch. So ein blödes, räudiges Wichskind. Hat er vielleicht noch einen Aimer oder sowas? Noch irgendwie so ein Silent Aim-Fick? Wir haben es ja schon mal gesagt, wenn jemand ganz, ganz klar zu 100% cheatet, also zum Beispiel Wallhack hat oder ein Aimbot oder ein Speedhack oder sowas, wenn wir sowas erkennen, haben wir schon mal darüber gesprochen, dass man ja theoretisch alle Cheats drücken könnte, weil er ist eh ein dreckiger Cheater. Er müsste ja dann so oder so zu Tode gebannt werden, wisst ihr? So, er kommt und er haut ihn durch die Smoke, schießt er schon auf ihn drauf. Ja, natürlich. Es ist schon echt ein richtiger Hurensohn, oder? Er kommt von der Hurensohn-Insel. Er will sich die Kills holen. Achtung. Ah, wahrscheinlich regt er sich jetzt noch auf, der Hund. Oh. Oh, räudiges Schwein. Ich stelle die Frage einfach nochmal. Findet ihr nicht auch, dass wenn jemand cheatet, also so offensichtlich zu 100% einen Wallhack anhat, dann gehört er ja eh gebannt. Dann könnte man ihm ja auch alles drücken. Natürlich ist es total sinnfrei, weil andere Overwatcher drücken ihm nicht alles, drücken ihm den Wallhack und das war's. Aber theoretisch könnte man ihm alles drücken. Er hat's verdient. Er hat's verdient, von einer Giraffe brutal auseinandergenommen zu werden von hinten. Haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie das so läuft, ne? Falls ihr wollt, dass dieser junge Mann von einer Giraffe auseinandergenommen wird und danach noch Hausarrest bekommt, ohne Schmerzmittel, dann gebt einen Daumen nach oben. Na? Guck mal, was ein Arschloch. Guck mal, wie er schon auf ihn drauf guckt. Er macht das so brutal obvious. Das gibt's doch gar nicht. Jedes dreijährige Kind würde jetzt hier sitzen und sagen, der kann durch die Wand gucken, Papa. Hast du das gesehen? Papa. Was ein Humongolus. Möglicherweise, und passt auf, diese These ist jetzt spannend. Möglicherweise ist es so einer, der jemandem den Account geklaut hat, gehackt hat, wie auch immer. Und jetzt mit Absicht ultra rein cheatet, um gebannt zu werden. Das ändert jetzt überhaupt nichts an meiner, was ich eben später drücken werde. Aber ja, so kommt oft sowas zustande. Jetzt passt mal auf. Er steht vor lange hier rum, vielleicht. Macht er jetzt gerade seine Cheats aus. Mal schauen, wer jetzt gleich spielt. Wahrscheinlich wie der letzte. Von hinten kommt gleich ein CT. Den kann er nicht sehen. Auch mit seinem Wallhack kann er ihn nicht sehen. Er ist in ungefähr 10 Sekunden da. Und da ist er tot. Wahrscheinlich musste er irgendwie gerade von seinem Vater durchgenudelt werden. Wer weiß. Aber egal. Aber es macht mich jetzt gerade gar nicht aggressiv. Sonst werde ich immer ziemlich sauer, wenn ich wirklich jemanden so sehe, wie er einfach obvious reincheatet. Aber irgendwie ist es auch schön. Na, es ist erstens schön für uns, weil wir da was zu sehen haben. Ja, und zweitens können wir ihn bumsen. Wie er eben da hinten auf lang noch so getan hat, als würde er irgendwo abdecken. Ich guck mal, ob da vielleicht einer ist. Ich weiß, da ist keiner, aber vielleicht habe ich einen ganz behinderten Overwatcher am Start, der das nicht sieht. Guck mal, er schießt gleich seine eigenen Mates down. Aus dem Smoke. So ein... Ey, das ist ja wohl ein Fickfrosch-Sondergleichen. Krass. Jetzt macht er gerade totalen Schmarrn, ne?
Drücken wir noch einen Aimer rein vielleicht? Apropos, Leute, Grüße gehen raus an alle, die gerne gegrüßt werden wollen. Leute! Ich schreibe nämlich immer allen Leuten, dass ich nicht auf, ich sag mal, auf Ansage grüße oder auf... Was war das? Da hat der Bot gerade nicht funktioniert. Ich gebe ihm noch einen Aimbot, einfach so aus Spaß. Ich glaube, er hat auch irgendwas, oder? Das Endbild. Ich sage immer, dass ich nicht auf Zuruf grüße. Also wenn jemand sagt, grüß mich mal, dann mache ich das nicht. Einfach aus dem Grund, damit dann nicht jeder sagt, grüß mich mal. Grüß einfach immer so, wenn es mir einfach einfällt. So wie, hey Nana LP, was geht mit dir, Jung? Oder The Beckmann. Einfach so Leute, die mir in den Kopf kommen, die grüße ich manchmal einfach so. Das passiert, oder manchmal promote ich auch einfach irgendwelche Channel. Einfach so, wenn es mir gerade in den Kopf kommt. Amosis, du verschissener Beutel Eiterflüssigkeit aus einem Arsch von jemandem, der ganz unangenehm ist. Vision Assist. Damit hast du nämlich auch gegrieft, mein Freund. Na, obwohl Cheating natürlich antisocial ist und somit auch ein Grief wert ist. Aber da Griefing ja extra aufgeführt wird, kann man das dann nicht reinzählen, leider. Eigentlich könnte ich ihm auch alles drücken, er wird eh gebannt. Egal. Na, habe ich jetzt richtig gemacht? Bam! Bitch! Get out of fucking way! Das Sound-Update ist doch lächerlich, oder? Ah, vielleicht ist aber auch mein Headset einfach scheiße. Moment mal. Moment mal! Bevor wir jetzt hier wieder rumflamen, vielleicht passt auch meine Ausrüstung nicht zu dem neuen Update. Ist möglich. Und diese Gloves, wer braucht... Also jetzt mal im Ernst, wer hat sich das ausgedacht? Hey, Leute! Hört mal zu! Wisst ihr, was fehlt bei dem Spiel? Handschuhe, was sonst? Das kann eigentlich nur ein Vollidiot entschieden haben, oder? So ein Scheiß. Handschuhe, Dove. Demnächst kommt wieder ein Giveaway, genau. Die Skins, die im Moment noch auf dem Weg sind, sind jetzt bald angekommen. Dann sind die aus meinem Inventar verschwunden und dann kann ich einfach die Liste gescheit aufstellen, was ich als nächstes raushau. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Im letzten Video haben sehr, sehr viele Leute geschrieben, dass sie hier am Schluss nach wie vor eingeschaltet haben. Das finde ich echt extrem edel von euch. Ich weiß einfach, dass ich jetzt am Schluss hier immer mal wieder ein paar Infos raushauen kann für die Leute, die es interessieren. Interessiert, sag ich mal, die sich für mich etwas interessieren, also nicht partnerschaftlich oder vielleicht schon, aber eher so YouTube-schaftlich, business-technisch. Und natürlich soll das nicht unbelohnt bleiben. Ich schreibe euch einen Steam-Spiele-Key in die Videobeschreibung. Ich verstecke es so, ich verstecke ihn nicht wirklich, aber ich schreibe in die Videobeschreibung. Wer ihn zuerst nutzt, der hat ihn genutzt. Ich weiß aber nicht, was für ein Spiel drin ist. Ich glaube, das sind alles Random Keys, die ich noch habe. Falls ich es doch weiß, schreibe ich es mit dazu. Aber derjenige, der den Key zuerst aufhat, kann auch einfach, wenn er so gnädig sein möchte, in die Kommentare schreiben, was es war. Eine winzige Sache noch. Im Abspann kommt immer ein Video. Das ist meistens das, was oben rechts ist. Da sucht der Algorithmus das perfekte Video für euch raus. Könnt ihr dann mal ein Auge drauf werfen, ob das bei euch ganz gut funktioniert, dass ihr sagt, oh ja, das Video oben rechts habe ich schon gesehen oder würde ich gerne sehen, oder steht da Schmarrn. Danke!